Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne 7 Lagiol Taschenmesser von dem Messermacherkünstler Robert Dovelier vorstellen. Alle Taschenmesser sind made in France, handgemacht von Robert Dovelier, und die haben zwar alle eine sehr ähnliche Biene und eine ähnlichen bis gleichen Rückengelochage, aber die Griffe, die haben es in sich. Schauen wir uns das jetzt an. Bis gleich! Wir bei originallagiol.de sind wirklich sehr stolz darauf, Taschenmesser des Messermacher-Künstlers Robert Dovelier verkaufen zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich und wir versuchen immer mehr mit ganz kleinen Künstlern, wie zum Beispiel Armand Caissac, Robert Dovelier oder andere, die wirklich alles alleine machen in einer eigenen Werkstatt, ohne viele Mitarbeiter, teilweise nur Familienbetriebe. Und wir sind wirklich sehr glücklich, solche Messermacherkünstler zu unterstützen und deren wirklich Kunstwerke hier vorstellen zu dürfen. So haben wir hier auch 7 außergewöhnliche Kunstwerke, die sich nicht nur durch eine ganz tolle Rückengelochage auszeichnen, sondern vor allem auch durch eine ganz tolle kreative Gestaltung der Griffe. Das werden wir gleich sehen. Ich zeige jetzt mal ganz kurz die Übersicht und dann kommen wir auf die einzelnen Taschenmesser zu sprechen. Da sind hier diese wunderschönen Taschenmesser und wie man sieht, sind das ganz außerordentlich unterschiedliche Griffe. Einmal mit Marmor, mit Mammut, Mammut-Elfenbein, alles mögliche an Palisander, alles mögliche an Kombinationen, auch hier teilweise mit Mokrome-Damast, das ist ein Damast aus Messing und Kupfer, also wirklich absolut außergewöhnliche Materialien und eine wunderschöne Rückengelochage, eine ganz fantastische Bienengestaltung und auch mit handgearbeiteten Damasklingen, also alles in einem, wirklich außergewöhnliche Taschenmesser. Ich blende hier nochmal ganz kurz die Übersicht der Preise ein und der Gewichte, damit man einfach mal so eine Idee hat, in welche Richtung das Ganze geht. Das sind also von 660 Euro bis 1320 Euro alles dabei mit unterschiedlichen Klingen, Damasklingen, 14C28 Klingen, auch eine ganz neuartige verdunkelte oder geschwärzte Klinge. Also wir haben hier wirklich alles, was das Herz begehrt. Bevor ich zu den einzelnen Taschenmesser komme, möchte ich mal kurz etwas in unsere Sache sagen. Wir haben eine sogenannte Lagiothek-Videoreihe. In dieser Videoreihe gehe ich auf eure Fragen ein und da beantworte ich alle möglichen Fragen aus allen möglichen Bereichen rund um das Thema Lagiol und Tier Taschenmesser. Wenn dich das interessiert, findest du hier oben ein Video darüber. Das sind wirklich ganz außergewöhnliche Fragen, die dich auch durchaus interessieren können. Ich habe da entsprechend jetzt auf dem YouTube-Kanal verlinkt, auf die ganze, wo die ganzen Videos von Lagiothek vorgestellt werden. Und da ist vielleicht sicherlich auch was Interessantes für dich dabei. Ansonsten über Robert Dovelier habe ich auch sehr viel in diesem Video erzählt und dort in diesem Video erzähle ich auch ein bisschen über ihn, zeige Bilder über seine Werkstatt und über seine Lebenseinstellung, wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Der Dovelier ist nicht nur irgendein Künstler, der einfach irgendwas Schönes macht, sondern Lagiol ist sein Lebenselixier. Er hat studiert, er hat entsprechend in Schnitzen Unterricht genommen, er hat sich weitergebildet, er versucht dieses Thema Lagiol umzusetzen als eine Art Lebensgefühl. Hier denkt dran, dass wir auch The Lagiol Way of Life Fotoaktion haben. Das ist zweimal im Jahr, einmal im August, einmal im Dezember, wo wir gerne deine Bilder vorstellen möchten. Und diese Bilder werden dann entsprechend auch bewertet von den anderen originallagiol.de Kunden, aber auch von Schmieden. Beim ersten Mal in 2020 im Dezember, da haben wir nur 4 Schmieden, die sich dann beteiligt haben, die diese Bilder bewertet haben. Und
Und jetzt im Sommer 2021 haben wir ganze 8 Schmieden gehabt, die sich alle beteiligt haben und diese wunderschönen Bilder von euch mitbewertet haben. Und dabei geht es einfach um das Lebensgefühl von davon, mit einem Lagiol zusammen zu leben, zu benutzen, anzuwenden, einzusetzen oder einfach die Schönheit des Taschenmessers in bildlich oder im Video von 10 bis 15 Sekunden darzustellen. Diese Aktion beginnt jetzt wieder im Dezember 2021 und da würde ich mich freuen, wenn ihr entsprechend ganz viele Bilder einsendet. Hier oben siehst du auch das Video mit den Fotos der letzten Aktion, die Bewertungen des Schmieden, wenn dich das interessiert. Auf jeden Fall, jetzt hast du die Möglichkeit, deine Leidenschaft einem breiten Publikum in YouTube vorzustellen. Ja, kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Taschenmessern. Fangen wir an mit dem ersten Taschenmesser. Die gehören alle zu der Edition Bergas. Das wäre hier Bergas Nummer 4. Wir haben hier ein Taschenmesser mit 117 Gramm. Und wir haben hier sehr, sehr schön groß das Logo von Robert Dauphilier. Das ist so eine wunderschöne, ja, federartiges Gebilde. Sehr, sehr schön. Das ist hier in der Edition glänzend. Deswegen glänzt das auch und projiziert praktisch auch alles Mögliche, was hier im Studio zu sehen ist. Wir haben hier eine 14C28 Klinge. Und ein Griff, das wirklich absolut einmalig ist. Wir haben hier einmal einen Mammut-Backenzahn, so blau, türkis, schwarz gefärbt. Und die beiden Backen, statt aus Metall, sind diese hier aus Mammut-Elfenbein. Und dazwischen haben wir Palisanderholz. Eine sehr ungewöhnliche Kombination. Wie wir sehen, hat der Künstler hier auf der Rückseite entsprechend die Galochage weiter fortgeführt. Und wir haben hier eine Triple Platines mit einer wirklich wunderschönen Biene. Und diese Feder, die sich hier auf dem Griff weiter fortführt. Also man sieht das hier wirklich, was das für ein Kunstwerk ist. Es ist wirklich einfach nur wunderschön. Das Messer kostet 1.105 Euro, hat 117 Gramm. Und es lässt sich ganz gut öffnen und schließen. Kommen wir zu dem zweiten Messer. Wobei ich muss sagen, jedes einzelne Messer hat eigentlich im Grunde genommen ein eigenes Video verdient. Aber jetzt stelle ich es mal alle 7 vor. Das zweite Taschenmesser Bergas 5 kostet 880 Euro. Hat im Prinzip auch die gleiche Biene. Auch eine sehr ähnliche Rückengiloschage wie das erste, wenn man sich so nebeneinander hält. Falls es hier noch nicht so ganz gut durchgeht, wir haben hier alles aus Messing. Einige der Taschenmesser haben auch teilweise also Messing-Einlagen. Also hier kann man sehen, diese Reihe, diese zweite Reihe ist aus Messing. Also diese Zickzack-Linie hier ist Messing, während wir hier alles aus Edelstahl haben. Es kommt im Video leider aufgrund dieses Glänzendes nicht so gut rüber. Vielleicht kann man das auf den Fotos besser sehen. Also hier haben wir auf jeden Fall Messing-Einlagen, hier nicht. Das Messer kostet 880 Euro und hat 137 Gramm. Das kommt auch daher, weil hier diese Metallbacken immer sehr schwer sind. Die sind relativ dick aus Edelstahl und die haben auch einiges an Gewicht. Wenn man sich anguckt, die beiden Messer sind sie durchaus ähnlich. Der Unterschied ist eben halt, dass wir hier Backen aus Mammut-Elfenbein haben und hier aus Metall. Und das macht schon mal einen Unterschied im Gewicht. Wir haben hier 117 Gramm und hier 137 Gramm. Wir haben hier einen Griff aus braunen Mammut-Backenzahn. Auch dieses Taschenmesser lässt sich gut öffnen und schließen. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht bei jedem Messer zu zeigen.
Das dritte Messer, Bergas 6, hat einen Griff aus Koralle, blau, aus blauer Koralle. Wenn man sich das ein bisschen mal aus der Nähe anschaut, schaut mal, wie wirklich wunderschön das ist. Die gleiche Biene wie bei den anderen. Und auch hier haben wir alle Elemente auf dem Rücken aus Edelstahl, also ohne Messing. Und wir haben hier einen Unterschied zu den vorangegangenen zwei Messer, eine Klinge aus japanischem Damast mit 30 Lagen. Der Unterschied zwischen japanischem Damast und den anderen Damastklingen, also den normalen europäischen Damast, habe ich ja in diesem Video erklärt. Da habe ich auch ein bisschen grafisch dargestellt, sodass man sich ein bisschen vorstellen kann, denn von der Machart wird der japanische Damaststahl ganz anders hergestellt als das europäische Damaststahl. Kommen wir zu dem vierten Taschenmesser. Das ist das Taschenmesser Bergas 7. Mit einem Preis von 1210 Euro. Wir haben hier zwei unterschiedliche Griffmaterialien. Einmal Mammut Backenzahn und einmal Mammut Elfenbein. Und wir haben hier einen Preis von 1210 Euro mit einem Gewicht von 130 Gramm. Das gehört mit zu den schwersten. Es liegt auch daran, dass der Griff entsprechend ziemlich breit ist. Hier die Rückengeschaltung wunderschön und wir haben hier eine Damastklinge. Ich guck mal, dass man sie schön sieht. Schau mal, wie schön Damastklinge ist. Das ist eine Damastklinge mit 56 Lagen, welche der Roberto Villiers in der Nähe, in einer der Werkstätten in seiner Nähe einkauft. Das ist handgemachtes Damaststahl. Diese Griffe, die so zweifarbig gestaltet sind, finde ich immer wunderschön, weil die einfach total außergewöhnlich sind. Und hier kann man sehen, da ist auch nochmal eine Lage von Edelstahl dazwischen, was das Ganze nochmal wirklich außergewöhnlich edel macht. Hier sehen wir kein Kreuz, was typischerweise auf einem Lagiol-Taschenmesser zu finden ist. Das liegt einfach daran, dass in diesem harten, versteinerten Material ein Kreuz nicht so unbedingt Platz hätte. Das wäre sehr gefährlich, weil dieses Material Mammut Backenzahn und Mammut Elfenbein ist sehr, sehr teuer und das ist also versteinertes Gebilde. Und wenn man da entsprechend Löcher machen würde für diese kleinen Nieten für das Kreuz, wäre die Gefahr sehr groß, dass das Material bricht und dann würde das trotzdem auf ein Produkt umgelegt, was natürlich dann unverhältnismäßig teuer machen würde. Das fünfte Messer ist ein ganz außergewöhnliches Messer, daher, weil wir hier ein Marmor haben. Also hier ist Marmor weiß und hier ist ein Schmuckstein, der nennt sich Jaspis Rot. Also hier kann man auch nicht sehen, das ist wirklich wunderschön. Und jetzt haben wir hier in der Mitte diese Messing Einlage verglichen mit den anderen, was auch natürlich sehr gut passt zu diesem roten Jaspis. Und auch hier haben wir nochmal so eine Trennung mit Edelstahl, was das Ganze nochmal wirklich außerordentlich edel macht, weil das hier auch wunderschön glänzt. Und hier hat er es geschafft, ja kein Kreuz, sondern einen Kreis zu machen. Das ist das, was viele Künstler machen, entweder ein Kreuz oder hier so ein Kreis. Das ist auch sehr interessant. Die Feder hier ist ein bisschen kleiner als bei dem ersten. Mal macht er so klitzeklein, mal groß über die Klinge, je nachdem wie er das möchte. Und
Also durch diese Jaspisgriff hier sieht das sehr, sehr, sehr edel aus. Eine sehr schöne optische Differenz hier in der Farben, weiß und dunkelrot, also wow, kann ich nur sagen. Das Messer kostet 770 Euro und hat 220 Gramm. Ich nenne diese Taschenmesser Halbunikate. Halbunikate deswegen, weil kleine Schmieden wie Robert Ovelier, die haben natürlich kein großes Lager an Materialien. Und deswegen kann es sein, dass wenn diese Halbunikate weg sind, wir natürlich Schwierigkeiten, da genau das gleiche Messer haben, nochmal zu beschaffen. Das heißt, es kommt darauf an, ob der natürlich, der Künstler, die gleichen Materialien, die gleiche Färbung nochmal auf Lager hat, um das gleiche Messer nochmal herzustellen. Und daher der Name Halbunikat. Wir wissen nicht ganz genau, ob das ein Unikat ist, ob das nochmal jemals wieder reinkommt in dieser Form und Farbe. Oder vielleicht, wenn du siehst, dass es ausverkauft ist und nochmal bestellst, möglicherweise in ganz leicht geänderten Farben nochmal kommt. Aber dann können wir dir entsprechend natürlich Fotos schicken, ob du haben möchtest das Messer. Also keine Sorge, du gehst natürlich kein Risiko ein, wenn das Taschenmesser, welches dann nicht mehr da sein wird, dennoch kaufen möchtest. Das sechste Messer ist ein relativ leichtes Messer mit nur 91 Gramm. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt nicht mehr versteinerte Materialien haben, sondern in diesem Fall ein Holz. Und wir haben hier an den Enden kein Metallbacken, sondern was Außergewöhnliches, da komme ich gleich zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Ahorngriff eingefärbt. Aber schaut mal, wie wunderbar das eingefärbt ist. Das sieht wirklich total außergewöhnlich aus. Und die Rückengeloschage ist auch ganz anders als bei den anderen, wenn man sich das hier anguckt. Die anderen waren ungefähr ähnlich wie das hier oben. Und während das hier völlig anders aussieht, das ist wirklich ein ganz besonderer Griff mit wunderschönen Blumen, ganz anders arrangiert, als der Herr Dovelier das normalerweise macht. Und hier ist auch kein Messing enthalten. Die Biene ist ähnlich wie bei den anderen und hier haben wir einen Griff. Das kommt hier vielleicht nicht so ganz rüber, das ist nicht nur mattiert, sondern das ist ein Griff, er sagt, dass er das in Säure einlegt und das verleiht ihm ein dunkelblau-graues Aussehen. Also das kommt hier in dem Video leider nicht so ganz rüber. Ich versuche es mal hier in diese Kamera vielleicht, dass es besser zu sehen ist. Also wir haben hier wirklich, je nachdem wie das Licht drauf kommt, ein blau-grauer Griff. Außergewöhnlich, also wirklich total schön, passend natürlich zu diesem Bucket hier vorne und hinten. Und er sagt zu diesen Sachen, nennt er das Honigwaben. Und zwar, er geht so vor, dass er Honigwaben aus Aluminium vorbereitet. Er füllt die dann mit einem Kunstharz aus in unterschiedliche Färbungen. Und dann produziert er ein Vakuum, damit die ganzen Luftblasen von alleine rausgehen. Also es ist nicht ganz einfach, sowas herzustellen. Und dann anschließend, wenn das fertig ist, macht er daraus so Stückchen für die Griffe. Also wirklich ein absolut außergewöhnliches Material. Ich hoffe, dass er öfters mal dieses Material einsetzt, weil das wirklich absolut einmalig aussieht. Interessant auch, dass er selbst herstellt. Ich kenne das von anderen Schmieden, die auch so ähnliche Materialien einsetzen, aber die kaufen es einfach vom Händler, während Herr Dovelier entsprechend seinen Angaben er das selbst macht. Das Taschenmesser kostet 660 Euro und hat, wie ich eben sagte, 91 Gramm. Ich verstehe gar nicht, wie er solche Arbeiten unter dem Mikroskop für letztlich so einen geringen Preis macht. Bewundernswert. Einfach nur bewundernswert. Und kommen wir jetzt zu dem letzten Messer. Das ist das teuerste Messer hier in der Kollektion, auch das schwerste. Es hat 132 Gramm, das fühlt man wirklich auch gerade, wenn man das davor mit 91 Gramm in der Hand gehalten hat. Also da sind ja 40 Gramm Unterschied, das ist wirklich merklich zu spüren. Wir haben hier einen Mammut Backenzahn rot-rosa eingefärbt.
Und das Besondere ist aber das Endstück. Wir haben hier in dem Endstück ein sogenanntes Mokume-Stück. Das ist ein Damast aus Messing und Kupfer. Ein sehr, sehr außergewöhnliches Material. Sieht sehr, sehr schön aus. Und dafür haben wir hier auch, hier kann man natürlich sehr gut sehen, haben wir auch viele Elemente, also wie sonst nirgendwo, aus Messing. Wir haben hier die ganzen drei Stück Platine, die sind komplett aus Messing. Wir haben hier bei dem einen, kann man hier natürlich kaum sehen, nur eine der drei Platinen an der Seite aus Messing. Kann man so ein bisschen sehen. Während wir hier alle drei Platinen aus Messing haben. Auch eine sehr schöne Biene. Und ich finde diese drei Stück aus Messing in Kombination mit diesem rot-gelb-beigen Griff und mit dem Okume Damast wirklich absolut passend. Da hat er sich wirklich gedacht, dass er das Ganze so farblich gestaltet. Und auch hier haben wir ein Damast. Das nennt sich ein Feuerwerk-Damast. Mit 56 Lagen. Und ich möchte am liebsten hier eine ganze Weile verweilen. Ich zeige es auch nochmal in dieser Kamera. Weil das ist so schön, dieser Damast. So, dass das wirklich mit allen möglichen unterschiedlichen Beleuchtungen hier zur Geltung kommt. Einfach nur fantastisch. Ich möchte also nochmal hier alle Taschenmesser in Übersicht zeigen mit den Preisen und Gewichten, damit man so einen Eindruck nochmal hat. Wir haben hier also 1105 Euro mit 117 Gramm, 880 Euro mit 137 Gramm, 1105 Euro mit 120 Gramm, Damastklinge, 30 Lagen, japanischen Damast. Hier haben wir 1210 Gramm, Euro mit 130 Gramm und Damastklinge mit 56 Lagen handgearbeitet. Hier haben wir 770 Gramm, 120 Euro mit 14C28 hochglänzende Klinge. Das war dieses Besondere mit diesen Waben, diese Honigwaben sozusagen oder Nachongriff mit blau-grauer Klinge. Das kostet 660 Gramm und 91 Gramm war das leichteste. Und hier haben wir diese Mokume Damast, auch mit einer Damastklinge, Mammut Backenzahn für 1320 Euro und 132 Gramm. Ja, das waren wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Taschenmesser. Ich hoffe, die gefallen euch und ihr könnt natürlich auf den Bildern nach dieser Vorstellung, nach diesem Video, seht ihr ganz viele Bilder mit diesem Taschenmesser, dass man nochmal ein bisschen genießen kann. Ich drehe die Musik ein bisschen höher, so dass man sich entspannen kann und diese wunderschönen Bilder mit diesem fantastischen Taschenmesser nochmal genießen kann. Denkt dran, den Newsletter zu abonnieren von originalagiol.de. In diesem Newsletter könnt ihr dann die ganzen Jahresaktionen sehen, wie zum Beispiel diese erwähnte Salagiol Way of Life Fotoaktion oder 40% YouTube-Rabatt oder viele andere Aktionen, die wir hier veranstalten bei originalagiol.de. Das sind 8 Aktionen, die wir übers Jahr verteilt machen und ihr könnt in dieser Übersicht, was ihr gerade seht, die Monate sehen, wann die Aktionen stattfinden, welche das sind. Und auf der Internetseite könnt ihr noch eine genaue Beschreibung der Aktion sehen. Wichtig ist, dass der genaue Tag, wann diese Aktion stattfindet, die wird auch nur über den Newsletter bekannt gegeben und in der OLC-Community, wo ihr ebenfalls teilnehmen könnt, wenn ihr das möchtet. Wir machen 2 Videos pro Woche, Mittwoch und Sonntag. Und wenn dir mein YouTube-Kanal gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn abonnierst. Und ich würde mich freuen, dich wieder hier sehen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.